Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village. Wir sind in Colchester, unserem neuen Dorf sozusagen. Wir haben jetzt noch ordentlich Fisch, einen Bauern, der entsprechend Kartoffeln pflanzt und einen Obstgarten. Unser erstes Haus steht schon, die Fischerhütte ist auch schon in Betrieb. Zur Sicherheit gibt es einen Scheiterhaufen, falls jemand sterben sollte, warum auch immer. Und ja, aktuell wird eine Schule gebaut und noch ein Haus. Die zwei Sachen sind im Moment im Bau. Wobei hier jetzt noch ordentlich Heu fehlt und ordentlich Holz fehlt. Ebenso Erz und Steine. Also da müssen die Jungs und Mädels hier noch ganz schön Material ranschaffen. Und einen Jäger, den haben wir natürlich auch. Er hat schon mal Heu besorgt. Ja, 3 Stück. Auch sie holt Heu. Schule deshalb. Weil wenn die gebildet sind, die Einwohner, dann sind die deutlich effizienter. Das heißt, ich habe mehr Ertrag bei gleicher Personenzahl. Und das ist natürlich schon nicht unwichtig. Oder kann das entscheidende Kriterium sein, was dafür sorgt, dass das Dorf überlebt oder eben nicht. Nachteil ist natürlich, ich brauche immer eine Person als Lehrer. Und habe jetzt natürlich diese Anfangsinvestition hier. Wo ich natürlich gerade beim Holz dann auch gucken muss, dass sie bald anfangen oder rechtzeitig anfangen, für den Winter vorzusorgen. Heu. Ich hoffe, er hat noch genug, aber sieht, ja, da kann er noch. Da kann er noch, da geht noch. Dort ist noch. Dürften beide jetzt wieder 3 Heu dabei haben, genau. Das heißt, wir haben 6 wieder dazu. Dann haben wir 100, ja, da fehlen natürlich schon noch ein paar. Ich hoffe, ich habe genug markiert. Aber wir werden es sehen. Wenn die plötzlich anfangen, anderes herzubringen, dann fehlt noch Heu. Dann müssten wir nämlich noch ein bisschen mehr markieren. Was machen unsere Kartoffeln? Ach so, Entschuldigung. Kartoffeln. Da müssen wir sehen, dass wir rechtzeitig anfangen mit der Ernte. Weil wir ja dieses Jahr nicht ganz so früh angefangen haben. Ich habe es ja verpeilt, das Feld so schnell zu bauen. Und vor allen Dingen habe ich es dann verpeilt, die Kartoffeln auszuwählen. Oder ausgewählt habe ich sie, ich habe es nur nicht bestätigt. So, die müssen natürlich erstmal gepflegt werden. Da kommt erst nächstes Jahr was bei raus.
Das ist die Anglerin, okay. Wie sieht es denn einwohnertechnisch aus? Lillian, sie erwartet ein Baby. Lagerhaus. Lennon, Ryan, Ryanny und Harley. So, dann haben wir hier. Oh, sie erwartet auch ein Baby. Gut, zwei Kinder sind in Erwartung. Wir müssen nur aufpassen, dass uns die Bevölkerung irgendwie nicht explodiert und uns das Genick bricht, weil wir nicht genug Futter da oder genug Essen dafür haben. Ist das Heu hier voll? Nein, ist es nicht. Wenn die jetzt aber schon Steine klopfen, heißt das, glaube ich, wir haben nichts mehr markiert an Heu, was die holen können. Hier ist noch. Da ist noch. Hier ist noch. Dort ist ebenfalls. Such das Heu. Da haben wir noch. Der ist auch, genau, und der ebenfalls. So, ich hoffe, jetzt reicht's mal. So. Ach, das ist der Jäger. Der jagt den Hirsch. Oh, oder auch nicht. Ist er dir entwischt? Da sehen wir gerade, dass hier auch noch Heu ist. Das können wir gleich auch mal markieren. So, 142 Erz, 86 Stein. Da fehlt noch ordentlich. Ist der Stein gar nicht markiert? Doch, ist er wohl. Zeigt es nur nicht an. So, was machst du? Achso, du hast da noch Steine liegen. Erz. Entschuldigung. Mein Fehler. Okay, jetzt besorgen sie also gerade Erz. Da fehlen auch noch 80 Stück. Ja, so eine Schule ist schon kostspieliges Gehäuse. Gebäude. Nicht Gehäuse. Was erzähle ich denn da wieder für einen Quatsch? Auch ein schönes Bild. Da hacken sie wieder. Hat er wahrscheinlich Erz geholt.
Das scheinen sie, glaube ich, immer beide. Das dürfte auch noch Heu sein. Jawohl. Da auch noch. Das wächst wieder nach, glaube ich. Da müssen wir hin. Was machen die Kartoffeln? Ja, sieht nicht schlecht aus. Es gilt es, den richtigen Zeitpunkt zu erreichen. Zwischen zu früh abernten und zu spät abernten. Ja, sie sammelt hier vorne schon mal die großen Brocken ein. Macht doch Sinn, dann muss sie das nämlich nicht ganz so weit tragen. Ein harter Job. Aber ich glaube, das Leben zu der Zeit war generell hart und entbehrungsreich. Zwei Stück nimmst du, okay. Was ein bisschen doof ist, dass sie immer erst jetzt zum Lagerhaus gehen, es dort einlagern, dann wieder einpacken und dann zur Baustelle bringen. Oh ja, 168, das ist ja schon nicht schlecht. Da, okay. Dürfte zwei, genau. Die sind gar nicht markiert. Das müssen wir aber ändern. Hier liegt auch noch ordentlich Erz. Da könnte sich auch eine Erzmine oder sowas lohnen. Ich weiß gar nicht, ob es sie gibt. Jetzt habe ich mich verlaufen. Da muss ich hin. Der ist auch nicht markiert. Der liegt doch direkt ums Eck. Das geht ja mal gar nicht. Liegt in direkter Nachbarschaft und ist nicht markiert. 173, das heißt, ja, dauert noch ein Weilchen. Wir haben jetzt Sommer. Apfelbäume gedeihen, tragen halt erst nächstes Jahr Ernte. Oder Äpfel. Spätsommer. Oh, das sind auch noch große Erz. Die können wir auch mal markieren. Dass wir die auch noch mal einsammeln.
Da habt ihr dann noch ein bisschen was zu tun, meine Lieben. Die Nahrungsreserven sind niedrig. Also zumindest Fisch haben wir noch einiges und Kartoffeln kommen gleich. Erschreck mich doch nicht so. Oh, und ein Baby wurde geboren. Welches ist es denn? Zeit. Fünf Fleisch. ...859 Fisch und 741 Brote. Das ist doch schon mal nicht ganz zu verachten. Holz brauchen wir. Das ist natürlich schon noch ein Wort. Kann gerade gar nicht so viel tun. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich, wie gesagt, den Startpunkt für die Kartoffelernte nicht verpasse. Nicht, dass uns da ein Großteil von einfach erfriert. Das wäre bitter. Aber sie wachsen schon mal ganz schön. Wer bist du? Harley. 5. Okay. Das heißt, wir haben bald eine Arbeitskraft mehr. Das ist sehr schön. Du kannst dann nämlich erstmal gleich noch anfangen, mit Material zusammenzusuchen. Die Bäume gar nicht markiert. Das ist mir unverständlich. Jetzt sind auf jeden Fall welche markiert. Oh, es donnert. Oh, bald haben sie zumindest das Erz auch zusammen, das ist schön. Ups. Das war ein Blitz. Für ihn jetzt natürlich ein Segen. Er braucht das Herbstbeginn. Vier, sechs, acht. Mehr wird's auf keinen Fall. Ich sag mal, er soll jetzt ernten. Das Kind. Juliana ist älter geworden und kann jetzt mit der Schule beginnen. Oder auch nicht.
Weil die Schule ist noch nicht begonnen. Oder so gerade begonnen. Ah, er erntet. Er erntet. Sehr schön. So ist das gut. Hier gibt's mal nichts zu ernten. Das kommt nächstes Jahr erst. So, jetzt kommen schon mal Kartoffeln. Wie sieht's hier aus? 15 fehlen noch, sehr schön. Dann wäre zumindest mal der Anteil an Erz erledigt. Wo holt er den denn ganz her? Da. Ah, da haben sie zwei große Brocken erledigt. Das ist gut. Hier liegen aber auch noch ein paar Klopper. Noch 9. Und dann haben wir den Anteil an Erz zusammen. Und sind wieder einen ganzen Schritt näher. Sehr schön. Jetzt hoffe ich nur, dass bald eines der Jugendlichen oder einer der Jugendlichen noch erwachsen wird. 24, noch 6. Haben wir sie bald alle zusammen. Was sehr gut ist. Es gibt zwei weitere, okay. Sie bringt jetzt auch nochmal 2, dann haben wir 4. Und dann einer noch. Und dann das Ganze zur Baustelle. Oh, es wird neblig. Da läufst du lang. So. Ja, das gibt auch wieder 4, glaube ich. Sehr schön. Zwei Steine, Quark. Zweimal Erz fehlt noch und dann haben wir den ersten Teil zumindest schon mal voll. Dann brauchen wir noch viel Stein,
Viel Heu. Ne, Heu ist gar nicht mal so viel, aber viel Holz. So. Das Erz wäre erledigt. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir unsere Colchester durch den Herbst begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.